Die Realität schreibt Filmgeschichte. Die Ibiza-Affäre kommt auf die Leinwand. Der österreichische Regisseur David Schalko verfilmt den Politskandal gemeinsam mit dem deutschen Satiriker Jan Böhmermann. Das meldet die Austria Presseagentur heute. Ibiza werde sich ähnlich wie Cordoba in die österreichische Identität einbrennen, das sagt David Schalko gegenüber der APA. Gemeinsam mit Böhmermann arbeitet Schalko bereits an der Verfilmung des deutsch-österreichischen Spielfilms dazu. Böhmermann halte es für die heilige Pflicht, Zitat, zack, 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 Ibiza für die Nachwelt zu dokumentieren. Genauere Details sind dazu allerdings noch nicht bekannt.